Ich weiß, ein Thema ist ein bisschen zu kurz gekommen, das nimmt der Kamerabesucher dann auch übel, wenn das gar nicht vorkommt. Wenn an einem solchen Abend so viele Berufsgruppen beleidigt werden und die Lehrer müssen einfach so nach Hause gehen. Endlich, ne? Ein Kabarettabend ohne Lehrer ist wie alkoholfreies Bier. Die Schulen ein Albtraum, alles nur Abituristen, die da runterkommen. Non schole sed vita disci, muss übersetzen, die heute wahrscheinlich nicht in der Schule, in der Disco findet das Leben statt. Meine Generation, die das große Latinum noch vom Nachbarn abgeschrieben hat. Wir wussten nicht mehr viel, aber eins haben wir noch gewusst, der Satz heißt nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. So haben wir früh begriffen, Schule, das ist das genaue Gegenteil von Leben. Wer von uns mit dem Leben nichts zu tun haben wollte, der ging zurück in die Schule. Von da bleibt nur noch die Flucht ins Parlament. Denn jetzt kommt das Leben in die Schule, alle sind völlig entsetzt, es ist ja kein Geld mehr da. Alles rottet vor sich hin, die Schulen sehen ja furchtbar aus. Manche sagen, in den Schulen, da rieselt der Putz von den Wänden mit dem Kalk in den Köpfen der Lehrer um die Wette. Sponsoren sollen die Rettung sein. Schulfeste von Sponsoren finanziert, Geräte von Sponsoren angeschafft. Wollen die ein Logo aufkleben, wollen die ein Banner aufhängen, sind ja Sponsoren. Kommen die Pädagogen sagen, das können wir nicht machen. Das ist Werbung in der Schule, das können wir nicht verantworten. Wer die Kinder in der Schule durch Werbung manipuliert. Ja, ist die Schule jetzt ein werbefreier Raum? Wann haben Sie Kinder zuletzt mit Verstand angesehen? Die laufen doch rum wie kleine Litfaßsäulen heutzutage, oder? Kriegt da einer was für? Und das müsste man doch kreativ umsetzen. Wenn man dreimal so viele Lehrer einstellen würde, die würden ja gebraucht. Natürlich braucht man dreimal so viele Lehrer. Und zwar gute Lehrer. Das Beste, was wir kriegen können unter den Akademikern, ist gerade gut genug für die Ausbildung unserer Kinder. Nicht wie jetzt wieder alles von den Hecken und Zäunen einsammeln, was bis drei zählen kann. Was hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen gesagt? Wir stellen neue Lehrer und Lehrer-äquivalente Personen ein. Mich erinnert das an Lachsersatz. Nur wenn Sie die guten Akademiker als Lehrer haben wollen, dann müssen Sie erst mal den Beruf wieder attraktiv machen. Wer will denn heute noch Lehrer sein? Der Fußabtreter einer ganzen Nation? Auf dem jeder rumtrampeln darf, der selber nicht bis drei zählen kann? Wo ein ganzer Saal an zu johlen fängt, wenn das Wort Lehrer nur fällt? Meinst du, das ist so spannend? Und dann diese Ausbildung, 6, 8, 12 Semester Hochschulstudium, so ein Kopf voll Fachwissen. Dann kommen die in die Schule. Ide sitzen Kinder, was mache ich denn jetzt? Bilden Sie einen Bäcker 6 Jahre lang theoretisch aus, um da festzustellen, der hat eine Mehlallergie? Und dem Mehl macht es nicht mal was aus. Die guten Akademiker sind gewohnt, dass die Geräte funktionieren, mit denen sie arbeiten sollen. Das ist in der freien Wirtschaft so. Die guten Akademiker sind gewohnt, dass die Räume, in denen sie arbeiten, nicht stinken. Und vor allen Dingen eins, dass die Arbeitsgruppen klein genug sind, dass man vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Und das ist auch das Geheimnis von PISA-Sieger Finnland. Keine Klasse mehr als 15 Kinder, meine Damen und Herren. In jeder Schule in Finnland haben die extra geschulte Lehrer, die die verhaltensauffälligen Kinder separat betreuen können. Die haben da auch durchgeknallte Kinder, aber die haben da Zeit für. Bei uns haben sie bis zu 36 Kinder pro Klasse jetzt wieder. Das heißt, an Gesamt- und Hauptschulen stehen sie in jeder Klasse vor 6 bis 8 schwer Verhaltensauffälligen. Wenn sie Glück haben, sind die auf Ritalin. Ansonsten haben sie ein Problem, da sind sie nämlich kein Lehrer mehr, da sind sie Dompteur. Was erwarten Sie denn von diesen Schulen, die wir haben? Wenn Sie Ergebnisse wie in Finnland haben wollen, dann müssen Sie auch die Bedingungen schaffen. Dreimal so viele Lehrer, vernünftig ausgebildet, mit vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und wenn wir die endlich haben, dann können wir auch das Drittel Vollidioten aussortieren, was derzeit als Lehrer getarnt an den Schulen rumturnt und die Kinder das Leben zur Hölle macht. Denn das kommt doch noch erschwerend hinzu. Unter den zu wenigen Lehrern, die wir haben, sind nur noch ein Drittel absolute Vollidioten. Und da diskutiere ich auch nicht drüber. Und wenn ein Lehrer zu Ihnen sagt, er kennt keine Idioten unter seinen Kollegen, kennt er aus einem ganz bestimmten Grund keinen.
Dann brauchen wir Ganztagsschulen flächendeckend. Die Eltern fallen doch als Erzieher heute komplett aus. Gucken Sie sich doch bitte mal an, was heute in der Grundschule als Rohmaterial angeliefert wird. Ein Drittel der Eltern hat den Kampf mit den Kleinen schon in Runde 2 aufgegeben. Wenn die Kinder zum ersten Mal Nein sagen können, sagen die Eltern, okay, dann ist der Fall für mich erledigt. Das zweite Drittel ist alleinverziehend. Mein Kind musste schon mit einem Elternteil groß werden, mehr war dem emotional nicht zuzumuten. Da surft eine ganze Generation auf dem Schuldkomplex ihrer Erzeuger durch die Welt. Ausgebildet in Egoismus und Beziehungsunfähigkeit. Der Rest sind dann die Doppelverdiener, die schuften rund um die Uhr. Viele, weil sie es müssen, weil die Löhne so niedrig sind. Andere, um sich selbst zu verwirklichen. Denn die Erziehung eines eigenen Kindes ist ja keine adäquate Aufgabe für einen akademisch gebildeten Menschen. Man will ja nicht am Pampers Horizont zerschellen. Und ich hoffe, die Herren, die da klatschen, fühlen sich mit angesprochen. Oder können mir die Eieraußenträger im Saal mal zeigen? Ja, haben Sie auch was Neues für zu Hause, ne? Ja. Können Sie mir mal zeigen, wo geschrieben steht, dass Kindererziehung Frauensache ist? Wo steht das? Das finden Sie nicht mehr in der Bibel und da finden Sie für jede Scheiße eine Begründung. Kindererziehung ist nicht Frauensache, Kindererziehung ist Menschensache. Wie sehr diese Gesellschaft Kinder im Grunde verachtet, erkennen Sie doch daran, wie wir die Menschen behandeln, die mit kleinen Kindern arbeiten. Sagen Sie doch mal als Mann auf einer Party, dass Sie Kindergärtner sind. Halten Sie mal einen Abend lang die mitleidigen Blicke aus. Als Vermögensberater sind Sie ein gefragter Gesprächspartner. Vermögensberater, da müssen Sie gut und fit sein. Vermögen muss beraten werden. Das meiste Vermögen ist genauso bescheuert wie seine Besitzer. Da lassen Sie nun die Besten dran. Mit Kindern spielen, das kann ja jeder. Das ist in Skandinavien ein akademischer Beruf, Kindergärtner. In Frankreich auch. Im ganzen Ostblock waren die Kindergärtnerinnen immer akademisch ausgebildet. In Japan haben die Kindergärtnerinnen dasselbe Ansehen wie Professoren an der Universität. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wer kümmert sich bei uns um die Kleinsten der Kleinen? Das ukrainische Fachpersonal für 3 € die Stunde. Oder wo kriegen Sie die günstigsten Tagesmütter heute her? Es muss sich ja lohnen, ne? Die Eltern schuften ja rund um die Uhr, um sich selbst zu verwirklichen. Ja, ja, erzählen Sie das doch Ihrem Friseur. Vielleicht wollen Sie sich ja wirklich selbst verwirklichen. Aber da können Sie doch das ganze Geld, was Sie dann da verdienen, für die fachmännische Betreuung Ihrer Kinder ausgeben, oder? Das wäre Selbstverwirklichung. Und Sie können eine Fachkraft bezahlen, die sich um Ihre Kinder kümmert. Aber da höre ich ja schon, wie die Leute sagen, ja, dann lohnt sich das ja nicht, arbeiten zu gehen, wenn ich das ganze Geld für das ausgeben muss, was ich sonst zu Hause mache. Da kann ich ja zu Hause bleiben. Ja, genau. Seien Sie wenigstens ehrlich, egal ob als Mann oder Frau, seien Sie ehrlich. Entweder Sie wollen sich selbst verwirklichen, dann können Sie die Kohle auch abdrücken, oder Sie wollen nur Kohle machen. Und es ist Ihnen scheißegal, wer Ihre Kinder betreut, solange es billig genug ist. Die Eltern schuften rund um die Uhr, um das große Haus bezahlen zu können. Die Riesenwohnung, damit jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat. Damit es bloß nicht teilen lernen muss. So wie wir früher, war das nicht furchtbar? Können Sie sich erinnern? Ich musste immer die Hälfte meiner Schwester abgeben. Spitzensteuersatz im Kinderzimmer. Furchtbar. Sie wollen noch Hauptschullehrer in Großstädten haben, dann müssen Sie Schmerzensgeld zahlen. Wann waren Sie denn zuletzt im Brennpunkt in der Hauptschule? Da kommen Sie morgens rein, heißt das, geh zu Hause, du alte Scheiße. Ja, und das sind die Kinder, die noch sehr gut Deutsch können. Ja, ist ja lustig, ne? Ist ja nur ein Halbtagsjob. Wer stellt sich denn freiwillig jeden Tag stundenlang vor 36 Kindern, mit denen ihre eigenen Eltern nichts zu tun haben wollen? Das Geld muss in die Schule, meine Damen und Herren. Wenn diese Gesellschaft überhaupt noch eine Zukunft haben soll, müssen alle Ressourcen, die wir jetzt noch auftreiben können, in die nächste Generation gepumpt werden. Ich weiß, ein Thema ist ein bisschen zu kurz gekommen, das nimmt der Kamerabesucher dann auch übel, wenn das gar nicht vorkommt. Wenn an einem solchen Abend so viele Berufsgruppen beleidigt werden und die Lehrer müssen einfach so nach Hause gehen. Endlich, ne? Ein Kabarettabend ohne Lehrer ist wie alkoholfreies Bier. Die Schulen ein Albtraum, alles nur Abituristen, die da runterkommen. Nun, Schole sed vita discimus übersetzen die heute wahrscheinlich nicht in der Schule, in der Disco findet das Leben statt. Meine Generation,
die das große Latinum noch vom Nachbarn abgeschrieben hat. Wir wussten nicht mehr viel, aber eins haben wir noch gewusst. Der Satz heißt nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. So haben wir früh begriffen, Schule, das ist das genaue Gegenteil von Leben. Wer von uns mit dem Leben nichts zu tun haben wollte, der ging zurück in die Schule. Von da bleibt nur noch die Flucht ins Parlament. Denn jetzt kommt das Leben in die Schule, alle sind völlig entsetzt, es ist ja kein Geld mehr da. Alles rottet vor sich hin, die Schulen sehen ja furchtbar aus. Manche sagen, in den Schulen, da rieselt der Putz von den Wänden mit dem Kalk in den Köpfen der Lehrer um die Wette. Sponsoren sollen die Rettung sein. Schulfeste von Sponsoren finanziert, Geräte von Sponsoren angeschafft. Wollen die ein Logo aufkleben, wollen die ein Banner aufhängen, sind ja Sponsoren. Kommen die Pädagogen sagen, das können wir nicht machen. Das ist Werbung in der Schule, das können wir nicht verantworten. Da werden die Kinder in der Schule durch Werbung manipuliert. Ja, ist die Schule jetzt ein werbefreier Raum? Wann haben Sie Kinder zuletzt mit Verstand angesehen? Die laufen doch rum wie kleine Litfaßsäulen heutzutage, oder? Kriegt da einer was für? Und das müsste man doch kreativ umsetzen. Wenn man dreimal so viele Lehrer einstellen würde, die würden ja gebraucht. Natürlich braucht man dreimal so viele Lehrer. Und zwar gute Lehrer. Das Beste, was wir kriegen können unter den Akademikern, ist gerade gut genug für die Ausbildung unserer Kinder. Nicht wie jetzt wieder alles von den Hecken und Zäunen einsammeln, was bis drei zählen kann. Was hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen gesagt? Wir stellen neue Lehrer und Lehrer-äquivalente Personen ein. Mich erinnert das an Lachsersatz. Nur wenn Sie die guten Akademiker als Lehrer haben wollen, dann müssen Sie erst mal den Beruf wieder attraktiv machen. Wer will denn heute noch Lehrer sein? Der Fußabtreter einer ganzen Nation? Auf dem jeder rumtrampelt, darf der selber nicht bis drei zählen kann? Wo ein ganzer Saal an zu johlen fängt, wenn das Wort Lehrer nur fällt? Fanden Sie, das ist so spannend? Und dann diese Ausbildung, 6, 8, 12 Semester Hochschulstudium, so ein Kopf voll Fachwissen. Dann kommen die in die Schule. Ide sitzen Kinder, was mache ich denn jetzt? Bilden Sie einen Bäcker 6 Jahre lang theoretisch aus, um da festzustellen, der hat eine Mehlallergie? Und dem Mehl macht es nicht mal was aus. Die guten Akademiker sind gewohnt, dass die Geräte funktionieren, mit denen sie arbeiten sollen. Das ist in der freien Wirtschaft so. Die guten Akademiker sind gewohnt, dass die Räume, in denen sie arbeiten, nicht stinken. Und vor allen Dingen eins, dass die Arbeitsgruppen klein genug sind, dass man vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Und das ist auch das Geheimnis von PISA-Sieger Finnland. Keine Klasse mehr als 15 Kinder, meine Damen und Herren. In jeder Schule in Finnland haben die extra geschulte Lehrer, die die verhaltensauffälligen Kinder separat betreuen können. Die haben da auch durchgeknallte Kinder, aber die haben da Zeit für. Bei uns haben sie bis zu 36 Kinder pro Klasse jetzt wieder. Das heißt, an Gesamt- und Hauptschulen stehen sie in jeder Klasse vor 6 bis 8 schwer Verhaltensauffälligen. Wenn sie Glück haben, sind die auf Ritalin. Ansonsten haben sie ein Problem, da sind sie nämlich kein Lehrer mehr, da sind sie Dompteur. Was erwarten Sie denn von diesen Schulen, die wir haben? Wenn Sie Ergebnisse wie in Finnland haben wollen, dann müssen Sie auch die Bedingungen schaffen. Dreimal so viele Lehrer, vernünftig ausgebildet, mit vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und wenn wir die endlich haben, dann können wir auch das Drittel Vollidioten aussortieren, was derzeit als Lehrer getarnt an den Schulen rumturnt und die Kinder das Leben zur Hölle macht. Denn das kommt doch noch erschwerend hinzu. Unter den zu wenigen Lehrern, die wir haben, sind noch ein Drittel absolute Vollidioten. Und da diskutiere ich auch nicht drüber. Und wenn ein Lehrer zu Ihnen sagt, er kennt keine Idioten unter seinen Kollegen, kennt er aus einem ganz bestimmten Grund keine. Dann brauchen wir Ganztagsschulen flächendeckend. Die Eltern fallen doch als Erzieher heute komplett aus. Gucken Sie sich doch bitte mal an, was heute in der Grundschule als Rohmaterial angeliefert wird. Ein Drittel der Eltern hat den Kampf für den Kleinen schon in Runde 2 aufgegeben. Wenn die Kinder zum ersten Mal Nein sagen können, sagen die Eltern, okay, dann ist der Fall für mich erledigt. Das zweite Drittel ist alleinverziehend. Mein Kind musste schon mit einem Elternteil groß werden, mehr war dem emotional nicht zuzumuten. Da surft eine ganze Generation auf dem Schuldkomplex ihrer Erzeuger durch die Welt.
ausgebildet in Egoismus und Beziehungsunfähigkeit. Der Rest sind dann die Doppelverdiener, die schuften rund um die Uhr. Viele, weil sie es müssen, weil die Löhne so niedrig sind. Andere, um sich selbst zu verwirklichen. Denn die Erziehung eines eigenen Kindes ist ja keine adäquate Aufgabe für einen akademisch gebildeten Menschen. Man will ja nicht am Pampers-Horizont zerschellen. Und ich hoffe, die Herren, die da klatschen, fühlen sich mit angesprochen. Oder können mir die Eieraußenträger im Saal mal zeigen? Ja, haben Sie auch was Neues für zu Hause, ne? Ja. Können Sie mir mal zeigen, wo geschrieben steht, dass Kindererziehung Frauensache ist? Wo steht das? Das finden Sie nicht mehr in der Bibel und da finden Sie für jede Scheiße eine Begründung. Kindererziehung ist nicht Frauensache, Kindererziehung ist Menschensache. Wie sehr diese Gesellschaft Kinder im Grunde verachtet,